Liebe Kinder und liebe Freunde, heute bin ich, die Bertha, im Studio und präsentiere euch die Top 5 der schrecklichsten, schaurigsten, aber auch schönsten Horrorspiele hier auf PlayStation TV. Los geht's! Platz 5. Outlast. Outlast ist an sich nicht besonders gruselig, da es fast keine Monster gibt. Und dennoch schafft es der Titel, eine unheimliche Stimmung aufzubauen. Die Mannen von Red Barrels schicken den Spielern eine Nervenheilanstalt, einen Ort, der den Menschen per se erst einmal unheimlich ist. Wir erkunden als Reporter die Hallen des Mount Massive Asylums, nicht mit der unsrigen Firma zu verwechseln, und sehen uns dabei dem einen oder anderen menschlichen Gegner entgegengestellt. Jumpscares sind an der Tagesordnung, Verfolgungsjagden unbeliebter Alltag und als würde das nicht schon genügen, um unsere zittrigen Hände zum Schwitzen zu bringen, sind wir nicht fähig, uns zu wehren. Unsere einzige Waffe bleibt der Verstand. Nun dieser und unsere Kamera, die die Angewohnheit hat, zu den ungünstigsten Momenten einen Batteriewechsel zu erfordern. Im DLC Whistleblower spielt der Entwickler dann noch mit der von Freud unterstellten Kastrationsangst von Männern. Aber selbst die Damen dürften zusammengezuckt sein, als die metallene Bedrohung immer näher kam. Outlast 2 soll noch in diesem Jahr erscheinen. Platz 4. Amnesia: The Dark Descent. In Amnesia: The Dark Descent von Frictional Games erwachen wir als Protagonist Daniel in einer alten Burg. Da wir unser Gedächtnis verloren haben, bleiben uns nur das Wissen, dass hier etwas Unheimliches vor sich geht und eine Notiz, die uns sagt, dass wir einen gewissen Alexander töten müssen. Doch schon bald ist uns ein unheimlicher Schatten auf dem Fersen und Überleben wird zur verdienten Priorität Nummer 1. Amnesia spielt mit unseren Kindheitsängsten vor der Dunkelheit und vor dem, was in der Finsternis lauern könnte. Das Spiel lebt statt von Jumpscares, von der kreierten Atmosphäre und dem Gefühl, seinem Gegner völlig ausgeliefert zu sein, denn auch hier stehen uns keinerlei Waffen zur Verfügung. Platz 3. Slender the Eight Pages. Slender the Eight Pages kommt fast vollständig ohne Story aus und hatte doch einen großen Einfluss auf nachfolgende Titel. Das 2012 erschienene Spiel spielt in einem Wald, in dem wir uns nur mit einer Taschenlampe bewaffnet auf die Suche nach 8 Seiten begeben, die bei jedem Durchlauf an unterschiedlichen Orten spawnen. Uns auf den Fersen ist eine dunkle Figur, die als Slenderman bekannt ist. Kommt sie uns zu nah oder sehen wir ihr zu lange ins Gesicht, sind wir tot. Im Fokus steht hier das Gefühl, verfolgt zu werden, gepaart mit unheimlichen Geräuschen und dem ein oder anderen Jumpscare. Platz 2. Cry of Fear. Cry of Fear vom Team Syscala wurde 2012 als Nachfolger von Afraid of Monsters, einer Modifikation von Half-Life, veröffentlicht. Wir spielen hierbei den 19-jährigen Simon, der sich mitten in der Nacht fast ganz alleine auf den schwedischen Straßen wiederfindet und einfach nur nach Hause will. Dies erweist sich als gar nicht so einfach, denn in der Stadt wimmelt es nur so von Monstern, die ihm nach dem Leben trachten. Ob sie nun mit Axtknarre, Kettensäge oder Totschläge auf uns losgehen, sie allesamt sind sehr gefährlich, unheimlich und ziemlich verstörend. Cry of Fear gibt uns auch die Möglichkeit zurückzuschlagen, denn wir können im ganzen Spiel Waffen finden und sie gegen unsere Feinde einsetzen. Aber Achtung, die Munition ist begrenzt und wenn sie einmal aufgebraucht ist, müsst ihr vielleicht gegen den nächsten Kettensägenmörder mit eurem niedlichen Messerchen antreten. Viel Spaß! Platz 1. Silent Hill. Seit 1999 steht die Spielereihe vom Entwicklerstudio Konami für Schockmomente am Horrorfließband. Immer wieder treibt uns jener Klassiker, der seinen Ursprung auf der PlayStation hatte und mittlerweile jede Plattform bedient, in die sagenumwobene Stadt Silent Hill. Die Munition ist knapp, die sich dank des Nebels begrenzt und die fiesen Unholde warten an jeder Straßenecke. Das Ganze wird durch den beklemmt fiesen Faktor der Hilflosigkeit verschlimmert. Oftmals können wir nicht anders als zu fliehen, uns zu verstecken und dabei den Horror im eigenen Gehirn hochtreiben zu lassen. Keine guten Voraussetzungen, um unsere vernebelte Umgebung nach Hinweisen, versteckten Räumen und Kartenstücken abzusuchen.
Silent Hill ist das personifizierte Böse und deswegen verdient es unseren Platz Nummer 1. Ja, Niklas, der war dann einmal guter Witz, ne? Ja, Wetter, Bertha, ey, Wetter. Geh mal weg da! So, Leute, das war die Toplist, die alte Tollhaut jetzt auch mal, ne? Die schlimmsten Horror-Games, Ben. Boah, die waren auf jeden Fall mega gruselig, ja, oder? Da müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch einen Titel hättet, den wir auf jeden Fall, vorstellen sollten. Und was euer schlimmstes Horrorerlebnis in einem Videospiel ist, oder? Oh ja, ich habe mir auf jeden Fall die Hosen geschissen. Wir sehen uns in der nächsten Toplist, in der nächsten Woche. Komm, wir lassen den Bertha jetzt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Bertha, komm, gib mir noch ein High Five. Komm hier.